Ich habe kein Ziel. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft. Ja, ich habe ein bisschen was gut zu machen in der letzten Folge. Man hat es gesehen, wir sind nach wie vor an einer kleinen Stelle. Das heißt, ich nehme die Folge sowieso hintereinander auf. Nicht, dass da irgendwelche Verwirrung entsteht. Aber ich habe mich in der letzten Folge ein bisschen extrem blamiert, glaube ich. Weil ich ungefähr 800.000 Mal vergessen habe, diese Seelen hier einzusammeln. Und selbst während ich noch den Satz gesagt habe, ich habe vergessen, die Seele einzusammeln, vergesse ich die nächste Seele. Man könnte mir geistige Verwirrtheit vorwerfen. Ich weiß nicht, ob ich darunter leide. Wenn ja, schreibt mir mal in die Kommentare dazu. Es wäre aber durchaus möglich. Aber gleich etten wir. Es gibt... es gibt jetzt sogar Hunde, die mich aufspüren könnten. Jäger. Jetzt... In die Reihe. Ich hab's nicht vergessen. Das jetzt. Von hinten. Vorsicht, Hund von hinten. Hund sitzt. Erster. ja. Schade, der despawnt nicht. Das sieht ein bisschen... Wenn das beißen ist, der hat ja nicht mal... Der hat nicht mal Zähne, der Hund. Mit was beißt er mich? So. 10 Stück noch. Ich bin's. Okay, das war ja 2. So, der Meister hat nach wie vor super schöne Sprüche drauf, die absolut keinerlei Sinn ergeben, aber er sagt zumindest was. Ist es ja der stillste Zeitgenosse. Ja, wir haben jetzt noch eine einzige Seele, da ist Gott sei Dank diese Quest vorbei und ich muss das hoffentlich nie wieder machen. Wir dürfen diese verlorenen Seelen nicht länger umherirren lassen. Ich muss mit euch sprechen, Champion. Ja, dann reden wir aber vielleicht woanders. So, wir können wieder Verschwinden nutzen. Er möchte mit uns schweben. Schwebt der? Das ist eh ein Geist, oder? Ja. Benötigt ihr mich? Nicht wirklich, aber du rennst mir dauernd hinterher. Hier. Die Strömung leitet. Ich würde ja wegrennen vor dir, aber das geht irgendwie nicht. Die Sprachen von eurem Kommen. Ich werde das Ritual vorbereiten, um diese Seelen zu befreien. Trefft mich am Ufer nördlich von hier. Okay, keine Ahnung, was er gerade getan hat, aber es war wahrscheinlich ein Grafikbug. Lauf, Forrest, lauf! Ich glaube, das wird nichts bei ihm. Wer holt dir das? Da hat sich wohl einer den PC zerschossen. So, okay, wir müssen jetzt nach da unten. Ich hoffe, der ist mir jetzt hier nicht die ganze Zeit auf den Fersen. Ah, hier gibt es auch noch eine Quest. Sehr schön. Quests über Quests. Ja, wie man vielleicht sieht, wir werden in der Folge auch wieder questen. Jetzt wäre übrigens gerade die Möglichkeit... Ja, hau ab. Hau ab. Ich habe es gesehen. Hau ab. Jetzt wäre übrigens die Möglichkeit, wieder das Ganze anzuhalten, sich den Text durchzulesen und sich zu freuen über den Text, den ich nicht durchlese. So, er hat seinen Bruder letztendlich jetzt hier aufgebahrt. So, wir haben hier 195er, dann nehmen wir logischerweise die Hose. Schade, kein Upgrade. Bis jetzt ein einziges Mal, ich glaube für was war's? Für die Hand, nee, doch hier, für die Handgelenke. Haben wir einmal ein Upgrade gekriegt auf Episch. Sonst sah es bis jetzt relativ mau aus, was das angeht. Was? Hundezunge 14 Gold? Krass. Mit einem Tag harter Arbeit kann man alles ins Lot bringen. Ich schulde euch etwas, Fremdling. Okay, das lese ich sogar mal vor, dass es so wenig das geht. Samuel William. Freut mich, dass jemand mit einer Waffe zur Abwechslung auf unserer Seite steht. Seid gegrüßt. Hallo. Zu Hause. Ich meine, wenn er uns grüßt, dann muss man zurückgrüßen. Anders geht's ja gar nicht. Schließt das Ritual der Befreiung ab. Denkt der Gewinn, ihr bereit seid. Entfesselt die Seelen in der Glocke. Jo. Hört unseren Ruf, Gefallene. Eure Untaten seien euch mit dem heutigen Tag vergeben. Kehrt in den Sturm zurück und findet Frieden. Strömt durch den Schrein und teilt eure... Es ist getan. Er hat sich selbst unterbrochen im Text. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Das schaffe nicht mal ich. Ich meine, ich verliere ab und zu mal den Faden, aber ich schaffe es nicht, mich selbst zu unterbrechen. Respekt. Der Sturm erwacht in jedem von uns. So, ich hoffe, den sind wir los. Seine Sprüche sind doch relativ seltsam. So, sammel 12 sturmverschmolzene Waffen. Kriegen wir hin. Ah, 223er neue Waffe. Yay! Mein Herz schlägt für das Tor. Alle herhören. Wir müssen euch kampfbereit machen. Und zwar schnell.
Jetzt hat sie aber auch mal ein Wachwort gesprochen, die Gude. 50 Kriegsressourcen, yes! Wir kriegen die Quest hier abgeschlossen mit 81 Kriegsressourcen. 8 Kriegsschiffbaupläne. Fliegen wir hin. Halt, da haben wir noch eine Quest. Wir nehmen gleich alle an. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich bin doch auch noch ein Offizier Kelvin. Kelvin, Calvin, wie auch immer. Übrigens, es wurde sich mittlerweile, ich weiß nicht, also, ich mag ja jeden einzelnen Abonnenten, übrigens, allerdings, es gibt ab und zu mal Leute, ich weiß nicht, mittlerweile, ich kratze so gerade an den 400 Abos im Moment, und irgendwie wird es mittlerweile strange, also so am Anfang, wo ich noch 100 Abos hatte oder 50 Abos, war alles noch gechillt und so weiter, mittlerweile kratzen die Leute so ein klein bisschen am Rad, ich weiß nicht, ob das jetzt an der Menge der Abonnenten liegt bereits, aber teilweise kriege ich momentan Kommentare unter die Videos, ganz ehrlich, da langt man sich an den Kopf, also das ist spannend zu lesen, aber ganz ehrlich, was ist mit dieser Welt los? Aber darauf möchte ich jetzt eigentlich gar nicht weiter eingehen. Aber ab und zu holler die Waldfee. Besorgt die Glyphen des Architekten. Mama, hier werden jetzt Quests ohne Ende. Kommen wir zu erfreulicheren Themen, kommen wir zu mir. So, kommen wir zurück ins Spiel. Wir werden jetzt erstmal hier das Vorkommen mitnehmen. Beziehungsweise da oben ist ein, Elite-Gegner. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Gibt nämlich Artefaktmarkt und wenn wir ganz viel Glück haben, nicht nur wieder irgendeinen blöden Rücken, den wir schon 10.000 Mal gelootet haben, sondern vielleicht auch mal ein neues Item, was wir gebrauchen können. Denn die lassen ab und zu auch mal blaue Items fallen. Können, glaube ich, auch Reittiere fallen lassen und Pets. Also mir ist jetzt zwar kein Reittier bekannt, aber Pets mit Sicherheit. Aber höchstwahrscheinlich kannst du ein Ding auch ein Reittier fallen lassen. Meine Maus spackt schon wieder. Ich weiß nicht, was mit meiner Maus los ist zurzeit. Kick. Okay, manches kann ich unterbrechen, manches kann ich nicht unterbrechen. Wenn ich ab und zu mal... Oh, wow, Schmuckstück. Yay. Anlegen. Euer Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, euer kritische Treffer... Anlegen. Sehr schön. Nicht benutzen. Ich hasse benutzen bei Schmuckstücken, weil ich es prinzipiell nie benutze. Schon aus Trotz nicht. So, neues Schmuckstück. Sehr schön. 224er. Wie sieht es mit dem anderen aus? 214er. Wir sind mittlerweile bei 220 Gegenstandsstufe. Ich weiß, das ist jetzt ein Furz im Wind, aber prinzipiell, ich freue mich da trotzdem drüber, denn meine Items verbessert's. Für mich persönlich ist es eine Verbesserung. Von dem hier. Ich muss näher ran. Ist es schön. Okay, wir müssen die töten. Da gibt es auch wieder einen Schatz. Das heißt, aber wir kriegen weitere Kriegsressourcen. So, müssen wir jetzt wieder irgendwelche Seelen oder sonst irgendwas befreien? Ich hoffe nicht. Die Quest war grauenhaft. Sowohl für mich als auch für die Zuseher. Stun. Killen. Ja, das ist halt das Wunderschöne am Schurken. Man kann jetzt endlich überall rumschleichen. Ich müsste die Gegner hier nicht mal machen. Ich könnte einfach dahin schleichen. Kann dann die Gegner stunnen, kann die nach und nach bearbeiten. Muss mir keinen Kopf machen über gar nichts. Es ist, Schurke ist entspannte Klasse. Ist wirklich nach wie vor meine Lieblingsklasse. Ich habe ja mittlerweile fast alle durch, bis auf Schamane. Mönch habe ich mal angefangen, aber ich glaube nur bis Level 30 ungefähr. Oh, der hat schon einen der Kriegsbaupläne. Und, Todesritter habe ich nur bis Level 60 gespielt. Da fängt ja 55 an, das heißt wirklich nur 5 Level. Sonst habe ich aber, glaube ich, jede einzelne Klasse auch bis zum Max-Level gespielt. Oder zumindest sehr, sehr weit gespielt. Also bis Level 90 oder 100 oder sowas. Und deswegen aber nach wie vor, Schurke ist meine Lieblingsklasse. So, da hinten ist die Schatzkiste. Die wird hoffentlich keine Beine kriegen und nicht wegrennen. Da haben wir Kugeln. Was sollen wir mit denen anstellen? Au! War ja klar. Gut, das ist das gleiche wie... Ich habe in... ich nehme ja gleichzeitig noch The Forest auf. In The Forest habe ich in einer Folge, die demnächst kommen wird. Ja, habe ich mit einem spitzen Speer auf eine Dynamitkiste eingeschlagen und das war ähnlich klug, wie hier auf irgendwelche Bomben einzuprügeln mit Messern oder mit Dolchen. Nicht im wahren Leben nachmachen, bitte. So, okay, wir brauchen noch Waffen. Müssen wir da rein? Ne, den hier brauchen wir. Hübsch, kannst du dein Schild hochhalten. Wer sich weigert zu dienen, wird ist der Schild ausgelöscht. Oben, wird man dich loben. Vielleicht, oder töten. Wenn ich da bin, töten. Weder Lob, noch Tod. Endlich sehe ich klar. Seht den Untergang. Alter, geh mal zum Friseur. Hier wächst da was vorne raus. Okay.
glaube, wir tun ihm einen Gefallen, wenn wir ihn umbringen. Das hat jetzt auch wieder ein bisschen was von Fluch der Karibik. Verklagt mich, aber ich glaube, den Vergleich werde ich ungefähr 100 Mal bringen. Genau so, wie ich in jeder Folge versuche zu reimen. Und es nie richtig hinbekomme. Weil ich es nicht kann. Aber ich gebe nicht auf. So, Waffen. Ach so, Baupläne kriegen wir wieder nur... Kann ich die... Naja, die kann ich wieder nicht stunnen, oder? Das sind Roboter, ja. Mechanische. Gleich zwei. Okay, einmal Dolchfächer. Was haben wir noch? Den haben wir noch. Blenden können wir den hier auch mal. Dann rennt der sinnlos durch die Gegend. Dann haben wir ein bisschen Zeit. Das ist zu weit entfernt. Ich meine, man muss ja letztendlich auch mal mehrere Skills des Schurken nutzen. Weil nur mit dem Dolch irgendwo drauf kloppen ist auf Dauer auch ein bisschen langweilig und monoton. Okay, Nierenhieb auch noch. Jetzt haben wir fast alles durch. Und zwar bei den beiden. Das reicht dann wieder für die Folge. So, muss ich diese blöden Bomben eigentlich zerstören? Hallo, die ist einfach nur verschwunden. Wahrscheinlich muss sie nicht mal zerstören. Ach so, es wird garantiert wieder sowas geben, wo man dann einen Balken füllt und hier dann dementsprechend Bonuserfahrungspunkte bekommt. Die Frage ist, wieso ich das nicht bekommen habe. Aber so wird es höchstwahrscheinlich mit diesen Kugeln sein, weil die bringen meines Erachtens keinerlei Quest-Fortschritt. Baupläne brauchen wir noch ganz dringend. Das war übrigens gerade die falsche Taste. Cool. Schrotflinten-Ladegeräusche. Brauche ein Ziel. So, Bauplan 2 von... 2 von 8, ganz toll. Das kann ja noch eine Weile dauern. Dabei lässt... Jeder lässt einen Bauplan fallen und ich habe erst 2 von 8. Ich habe kein Ziel. Egal. 3 von 8. So, Kiste. Der schon wieder. Ich muss dringend mal was mit meiner Maus anstellen. Wenn es mir ab und zu mal wirklich den Bildschirm komplett verreißt, ist das letztendlich irgendwie, wenn ich meine Maus bewege, verreißt ab und zu mal die komplette Einstellung, beziehungsweise den kompletten Laserpunkt unten dran. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht mal wieder die Kekskrümel wegwischen. Von meinem Mauspad, vielleicht hilft's. Was für einer. Dann... Ja, wir brauchen eh noch 10.000 Stück von denen. Wir brauchen die Baupläne. Gib mir deine Pläne, Baby. Ich bin außer Reichweite. Yay. Ich muss 4 von 8. Es wird. Okay, wir holen jetzt dann erstmal den Schatz. Verderbte Kapsel hätten wir hier noch als Elite-Gegner. Oder als Rar-Gegner. Rari, Rar-Gegner, wie auch immer. Ihr könnt das alles übrigens bezeichnen, wie ihr möchtet. Wo sind die... Kommt man da hoch? Ach nee! Da wo ich vorhin die zwei Gegner getötet habe, komm her. Den einen gescannt habe. Da war aber die Kiste noch nicht da. Oder ich habe sie wieder übersehen. Kann natürlich auch sein. Bin mir aber keiner Schuld bewusst. Na komm. Weniger Gegenwehr. Da haben sie nicht mal einen Bauplan. So, dann holen wir uns jetzt erstmal die Kiste. Gibt wieder auch Kriegsressourcen. Und 21. Ganz ehrlich, es gibt mittlerweile in den Kisten mehr Kriegsressourcen. So, hier, ihr habt genug Ressourcen, Zandalar zu beginnen. Mit dem Angriff auf Zandalar zu beginnen. What the hell? Meldet euch bei Hellfrod Würmban. Wie auch immer man das aussprechen soll. Wir kriegen Artefakt, 500 Artefaktmacht. Wir brauchen momentan 5... Boah, das ist ein Artefaktmacht-Level, was wir gerade kriegen würden. Krass. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wir haben einen weiteren Kriegsbauplan. Aber es muss doch wirklich so sein, dass wir mittlerweile, wenn wir so eine Kiste looten, mehr Kriegsressourcen rausbekommen als vorher. Denn ich habe irgendwie schon 3-4 Kisten gelootet gehabt und hatte gerade mal, ja, nicht mal 50 von diesen Ressourcen. Und jetzt innerhalb von 2 Kisten 50 letztendlich. Also irgendwie, ich glaube, die haben die Menge erhöht mit einem Patch. Ich muss zugeben, ich habe leider die letzten Patch-Notes nicht durchgelesen, weil dauernd irgendwelche kleinen Patches rauskamen für World of Warcraft. Ich bin, was das angeht, leider eine faule Socke. Aber ich glaube, die haben das erhöht.
Oh, übrigens, bevor ich es wieder vergesse, ich wollte es in der letzten Folge eigentlich schon mal andeuten. Ihr habt die Möglichkeit abzustimmen. Und zwar unter dieser Folge, wenn ihr beispielsweise mich per Facecam dazugeschaltet sehen haben möchtet. Mein Gesichtsfünf letztendlich hier irgendwo unten am Bildschirmrand, beispielsweise hier unten, sehen möchte die ganze Zeit. Hab jetzt die Möglichkeit abzustimmen. Wenn es keine Stimmen dafür gibt, beziehungsweise keinen Kommentar gibt, werde ich es lassen. Gibt es 1, 2, 3, 4, 500 Kommentare dazu, werde ich mich dementsprechend da unten einblenden. So, wir brauchen noch zwei von diesen Plänen. Wenn ihr wollt. Also mir ist es prinzipiell egal, ob ich da unten bin oder nicht bin. Ihr seht mich zwar ab und zu mal irgendwelche lustigen Dinge machen, aber naja, das trägt eigentlich nur zu einer Haltung bei. Ich bin außer Reichweite. Dann hätten wir das auch geklärt. So, kein Plan. Und wieder die falsche Taste erwischt. Was ist denn heute los? Na komm, das unterbrechen wir ihm mal. Und das unterbrechen wir ihm auch mal. Ihm lassen wir gar keine Chance. Komm, du stirbst, bevor du überhaupt irgendwas getan hast. Ja, ab und zu ein kleines bisschen Spielerei muss auch mal sein. So, ich brauche noch zwei von diesen blöden Plänen, aber irgendwie droppen die nicht. Toll, nur Kugeln. Da. Habt ihr Pläne? Ihr Pläne. Toll, jetzt störe ich Angler. Wer uns im Weg steht, geht unter. Eine Kanonierin. Aber wieso angelst du und kanonierst nicht? Die macht verdammt wenig Schaden, fällt mir gerade auf. Aber mir, unsere Gifte laufen auch gleich aus. Und ich hatte keine Ausdauer mehr. Beziehungsweise Energie heißt sie hier. Aber wie Energie haben wir Schaden. Komm, ich will die Quest in der Folge noch fertig kriegen. Zwei Stück, das würde wohl Sinn sein. Einer. Einer noch. Oh, jetzt wieder aufs Reittier aufsteigt. Komm her. Nein. Ja. Ja, komm, ich helfe mit. Ich will nur noch einen blöden Plan. Ich brauche ein Ziel. Ja, bingo. So, sehr schön. Damit haben wir die komplett erledigt. Wir werden jetzt die Quest noch abgeben. Dann haben wir das wenigstens in der Folge noch halbwegs hingekriegt. Oh, mein schönes neues Reittier. Das sieht man leider relativ selten, weil ich recht viel in meiner zufälligen Auswahl drin habe. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Mir ist gerade was eingefallen, aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Das ist doch mal ein Cliffhanger. Das heißt, wenn ihr in der nächsten Folge wissen wollt, an was ich gerade gedacht habe, schaut die nächste Folge. Wie ist die Lage? Ja, gut. Wir geben jetzt erstmal die Quest ab. Wir kriegen einen Dolch oder Faustwaffe. Wir sind Dolchträger. Wir nehmen den Dolch, logischerweise. Bitte ein Upgrade. Nein. Gerade. Aber wir nehmen den 214er Dolch raus. Bingo. Haben wieder mehr Schaden. Alle im gleichen Boot. So ist das schön. So, Glyphe des Architekten. Gibt letztendlich nur, ja, Erfahrungspunkte 20.000, aber immerhin. Baupläne, 50 Kriegsressourcen, vielen herzlichen Dank, die nehme ich gerne. Die sind relativ wichtig, so wie es aussieht. Yes! Wir kriegen eine neue, nicht nur neue Brustrüstung, wir kriegen Schultern dazu, die wir mit unserer Artefakt mal hochleveln können. Sehr schön! Wellenbrecher sollen wir stellen, machen wir! Die Strömung leite euch. Ich fühle den Ruf von Rex Macht wie ein Leuchtfeuer. Schnell! Paul, hat er sie jetzt weggebeamt oder was? Okay, den Reich werden wir erst in der nächsten Folge töten. Das war's für die Folge. In der nächsten Folge holen wir uns dann die Schultern. Dann können wir unsere Artefaktmacht dementsprechend hochleveln. Im nächsten Level, Level 5. Momentan sind wir Stufe 4. Können wir dann dementsprechend schon das erste neue Gimmick rausholen aus dem Item. Sehr nice auf jeden Fall. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Falls ihr mich nicht abonniert habt solltet und euch meine Dinge, die ich hier so treibe, euch das Ganze gefällt, lasst mir ein Abo da. Wenn nicht, abonniert mich trotzdem. Wenn euch das Zeug hier nicht gefallen hat, lasst mir trotzdem ein Gefällt mir da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.